Hey Leute, ich habe mir vor ein paar Monaten dieses MacBook Air mit dem M1-Chip gekauft. Und damals habe ich mich dafür entschieden, das MacBook Air auch zu schützen. Damals habe ich mich für zwei Hüllen entschieden. Eine davon ist dieses Clear Case der Marke Fenty und kostet ca. 15 Euro. Die andere Hülle ist diese Tasche hier und sollte mein MacBook überwiegend schützen, wenn ich es im Rucksack habe und unterwegs bin. Wie meine Erfahrungen sind mit Hüllen und ob ihr da draußen eine Hülle braucht oder euch das Geld lieber sparen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran. Meine Erfahrungen spiegeln sich natürlich nur auf dieses Case hier wieder und diese Hülle, denn auch nur die beiden Sachen habe ich getestet. Aber ich denke, meine Aussagen kann man ganz gut generalisieren für alle Hüllen, für Laptops und MacBooks. Naja, warum ist das so? Ja, diese Hülle gibt es, wette ich, in 100.000 Designs und hat fast dieselbe Funktion. Innen hat sie ein bisschen Stoff und oben Reißverschluss und darin tut man den Laptop. Also ich denke mal, da ist der Unterschied nicht so groß. Bei diesen Hüllen gibt es auch nicht so den großen Unterschied, denn das ist fast die einzige Möglichkeit, direkt eine Hülle an euren Laptop anzubringen. Für viele Laptops gibt es natürlich nicht so eine Hülle, denn die muss maßgeschneidert sein, aber für die meisten MacBook-Modelle gibt es so eine Hülle. Ich hatte die jetzt monatelang im Einsatz und muss sagen, dass ich eigentlich relativ zufrieden war mit der Hülle. Für 15 Euro habe ich jetzt immer noch ein wie neues MacBook. Es muss dazu gesagt sein, diese Hülle schützt nicht so gut wie eure iPhone-Hülle, wette ich. Also beim Sturz habt ihr mit oder ohne Hülle einfach verloren. Die Stofftasche kann dann nochmal ein bisschen abdämpfen, aber wenn der Laptop runterfällt, habt ihr, wette ich, einen Displayriss. Wenn nicht sogar noch schlimmer, dass der Laptop gar nicht mehr angeht. Also, diese Hüllen schützen überwiegend vor Kratzer, genauso wie diese Hülle, obwohl die halt ein bisschen gepolstert ist und auch vor leichten Stürzen schützen kann. Da die Hülle natürlich nur Kratzer schützt, schützt ihr damit auch nur optische Mängel. Funktionale Mängel wie den Sturz kann die Hülle natürlich nicht bedämpftigen. Zu der Hülle sei gesagt, sie hat ihren Dienst erledigt, denn sie hat ein paar Kratzer abgewehrt. Ich habe das letztes gesehen, habe ich jemanden hier hingesehen und da waren einige Kratzer auf dem Clearcase drauf, die natürlich eigentlich auf dem MacBook gelandet werden. Natürlich habt ihr auch ein paar Nachteile, denn das MacBook wird natürlich dadurch dicker. Ihr habt nochmal extra Füße hier unten, gerade bei der Hülle und insgesamt wird das MacBook dadurch ein paar Millimeter dicker oder euer Laptop insgesamt. Damit müsst ihr euch vereinbaren, dass ihr dann ein etwas schlechteres Design habt und einen etwas dickeren Laptop für halt ein bisschen Schutz. Wenn ihr jetzt ein bisschen auch auf Design Wert legt, dann könnt ihr auch nur die untere Seite benutzen, bei dieser Hülle zum Beispiel. Denn unten habt ihr die meisten Kratzer nach meiner Erfahrung, denn wenn ihr euer MacBook überall hinstellt, dann sind da kleine Steine oder sonst irgendwas und die Unterseite zerkratzt relativ schnell. Ich habe das bei meinem alten MacBook gemerkt, da waren am Ende relativ viele Kratzer drin, gerade auf der Unterseite. Doch dieses Case von Fenty hatte jetzt meiner Meinung nach nicht die beste Qualität. Ich bin relativ sanft damit umgegangen und die Ecken sind teilweise abgebrochen, das Plastik. Das ist sehr hart. Es kann aber auch daran liegen, dass ich die Hülle mehrfach ab und wieder drauf gemacht habe aufs MacBook. Das gefällt der Hülle, glaube ich, nicht so sehr, denn das ist relativ schwierig, diese Hülle hier drauf zu bekommen. Aber wenn sie einmal drauf ist, dann sitzt sie eigentlich perfekt und geht natürlich auch nicht mehr so schnell ab. Was kann ich sonst noch sagen? Es kommt natürlich darauf an, wo ihr euer MacBook im Einsatz habt. Wenn es nur zu Hause rumsteht, auf dem Ständer und an einen externen Monitor angeschlossen ist, dann braucht ihr natürlich gar keine Hülle. Diese Hülle kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sein MacBook auch unterwegs im Einsatz hat. Gerade wenn ihr euer Laptop einfach mal in den Rucksack schmeißen wollt und diese Hülle da drauf habt, kann das echt viel retten. Schützt vor Kratzern, aber auch Gegenstände, die gegen das Display drücken können. Da kann diese Hülle einiges schützen. Aber auch wenn es aus Versehen runterfällt, aus einer niedrigen Höhe, kann die Hülle echt das Leben eures Laptops retten. Aber ansonsten, wenn euer Laptop nur noch 100 Euro wert ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt zu einer Hülle raten. Denn das würde dann 15% oder 20% des Wertes ausmachen. Das lohnt sich dann natürlich auch nicht. Aber MacBooks können schon mal 1, 2, 3.000 Euro kosten und da lohnt sich eine Hülle meiner Meinung nach schon. Es schützt zwar weder vor Stürzen, noch schützt es vor irgendeinem Wasserschaden, doch es kann den Wert echt stabil halten. Und einige Stürze hält das Teil auch aus. Also, wenn ihr nach einem Jahr immer noch ein wie neues MacBook habt, dann holt euch eine Hülle. Wenn ihr es nur zu Hause im Einsatz habt oder es einen geringen Wert habt, dann lasst es sein. Oder ihr einfach so sorgfältig umgeht mit euren Sachen, dass ihr gar keine Hülle braucht. Solche Leute gibt es natürlich auch da draußen. Ich hoffe, das Video konnte euch jetzt helfen bei der Kaufentscheidung, ob ihr euch eine Hülle kaufen sollt oder nicht. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Das soll es jetzt von dem Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.